Journalismus ist eine Dienstleistung für Publikum. Also wenn jemand Journalist wird, um sich selber zu verwirklichen, bin ich sicher, ob das, man kann auch funktionieren, aber dann kann man auch Schriftstellerin oder Dichter oder was ein Maler werden. Journalisten sind, glaube ich, Dienstleister und Handwerker und wir bringen eine Dienstleistung für das Publikum. Wir gehen stellvertretend für unser Publikum an Schauplätze. Wir können mit Leuten sprechen, zu denen nicht jede Bürgerin oder jeder Bürger kann. Also wenn ich moderiere, habe ich den Zuschauer im Kopf. Ich gucke immer in diese Kamera und dann stelle ich mir immer so ein Wohnzimmer vor. Das ist vielleicht noch ein bisschen altbacken, wie das früher war, wo Menschen auf dem Sofa sitzen und dann in diesen Fernseher gucken und ich dann da zu denen hingucke. Ich finde, das ist ja auch total wichtig. Das ist aber ein großes Problem, dass wir das manchmal vergessen, was eigentlich der Zuschauer oder der Leser oder der Mensch da draußen irgendwie wissen will. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis nach Erklärung und nach Verstehen von Zusammenhängen und keine Ahnung, wenn man einfach nur, wenn du merkst, zum Beispiel jetzt dieser Rezo YouTube-Film, das sind lauter Fragen. Wieso rettet ihr das Klima nicht? Wieso gibt es einen Drohnenkrieg aus Rammstein? Wieso? Und das sind alles Fragen, wo ich sage, verstehe ich, dass die Leute die haben? Ich würde behaupten, wir haben die alle schon irgendwo beantwortet, aber anscheinend nicht so, dass Rezo oder auch andere Menschen das mitgekriegt haben. Also muss ich sagen, okay, alles klar, dann müssen wir das noch mehr erklären. Also, dass wir so ein bisschen, glaube ich, als Brücke gesehen werden vom klassischen Journalismus hin zu den YouTubern, weil ich bin ja auch kein wirklicher YouTuber, also ich würde mich auch nicht als YouTuber bezeichnen, der so in die Kamera spricht und sagt, hey Leute, das ist ja nicht mein Ding, ich versuche Journalismus abzuliefern. Ich bin Hauptstadtjournalist, Politikjournalist, der auf YouTube publiziert. Mit 15 habe ich ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht, habe dann 5 Jahre lang für den Nordkurier, das Regionalzeitung bei mir in MacPom, gearbeitet als freier Reporter und das hat mir Spaß gemacht. Ich konnte mir aussuchen, was ich will, aber mir war immer klar, ich will nicht in der Redaktion arbeiten, weil als Redakteur habe ich bei meinen Kollegen gesehen, 2 Drittel ihrer Sachen, auf die hatten sie keinen Bock. Aber sie mussten sie machen, weil das halt Teil der Redaktionsarbeit ist. Und ich wollte nie Geschichten machen, die mich nicht interessieren. Das Allerwichtigste ist, Journalistinnen und Journalisten müssen neugierig sein. Wenn sie nicht neugierig sind, warum wollen sie dann Journalist werden? Also sie müssen ein Gefühl dafür haben, was Menschen interessiert, ja, und was interessant ist. Es ist verboten, das Publikum zu langweilen und vor allem, seit es keinen Monopolrundfunk mehr gibt, müssen wir ja Menschen dazu bringen, dass sie sich unsere Dinge anschauen oder lesen oder drauf klicken. Dazwischen hilft noch eine gewisse grundsätzliche Skepsis. Also furchtbar sind Journalisten, die immer zurückkommen, davon überzeugt, dass der Letzte, mit dem sie gerade gesprochen haben, irgendwie der intelligenteste Mensch ist, den sie je getroffen haben und einfach das immer nahtlos weitererzählen wollen. Ich glaube, er braucht auch eine gute Mischung aus selbstbewusst und selbstkritisch. Also so zu versuchen, sich nicht gleich einschüchtern zu lassen und trotzdem aber auch zu merken, an welchen Stellen ist es aber auch gut, die eigene Arbeit zu hinterfragen. Ist das sinnvoll, was ich da mache? Bewirke ich damit was? Sind das die richtigen Themen, mit denen ich mich beschäftige? Das ist Auffassungsgabe, eine gewisse Wiedergabefähigkeit dessen, was man recherchiert, was man lernt und so weiter und so fort und auch eine gewisse Sozialkompetenz, damit man mit Leuten reden kann, weil man muss, wenn man Angst vor Leuten hat, braucht man kein Journalist sein. Man muss sich trauen, auf Leute zuzugehen und das kann man nicht mehr auf einer Journalistenschule lernen. Ich glaube, man muss vor allem damit klarkommen, wenn man gute Recherche machen will, wenn man recherchierender Journalist sein will, dass man Dinge veröffentlicht, auf die Leute negativ reagieren. Und das ist für jeden unangenehm, das ist nicht natürlich. Man spricht Leute nicht gerne auf schlechte Sachen an. Und man muss damit aber klarkommen, man muss irgendwie sich da überwinden und man muss dann irgendwie auch sagen, nee, das ist mein Job. Man muss überzeugen, man muss irgendwie vorführen, man muss entlarven, man muss so, also dieses, das finde ich eine komische Haltung für Journalismus, weil das kann man auch, aber es geht ja eigentlich erstmal darum zu hören, hey, was steckt denn dahinter? Dann kannst du ja immer weiter fragen und dann entlarvt sich vielleicht auch was, aber ich glaube, das Motiv muss erstmal Neugier sein und nicht entlarven. Ich bin wirklich der Meinung, so wichtig ist Journalismus jetzt nicht mehr, dass man da immer so einen Popanz draus machen muss. Das ist der tolle Journalismus und so. Ich kann am Stück Meinung und Informationen serviert bekommen, weil ich nach 1 Minute, nach 2 Minuten, nach 7 Sekunden oder eben nach der Länge eines Filmes oder nach einem 55-Minuten-Rezo-Videos finde ich genug andere Sachen, mit denen ich das wieder ausgleiche. Also da kann ich mein eigener Programmdirektor sein.